Herzlich willkommen zu Mega Man Legends. Okay. Wir haben hier einen 3D-Mega Man und ich glaube, das ist sogar eine richtige Stadt und alles. Da bin ich mal gespannt. R1, L1. R2 ist umschauen. L2 ist keine Ahnung. So, das normal laufen. Auf dem Joystick macht er gar nichts. Viereck ist schießen mit unbegrenzter Munition. X ist springen. Heißt ist nix. Und Dreieck ist treten. Okay, okay. Doppelsprung haben wir nicht, okay. Ich weiß nicht, zurückgehen sollten wir nicht, genau. Wir hatten gerade eine kleine Intro-Sequenz. Die wäre aber für euch jetzt nicht so spannend gewesen. Okay, und das ist ein Böser. Leider keine deutsche Version. Ne? Deswegen glaube ich, haben... Okay. Ah, okay, jetzt haben wir hier eine Einführung. Sehr cool, soweit sind wir schon bei PlayStation-Spielen. Okay, okay, R2 um automatischen Target. Nein, danke, okay, einmal reicht. Das ist eigentlich für ein jüngeres Publikum. Was mit euch hier? Ah, okay, okay. So, das heißt, wenn ich jetzt R2 drücke. Okay, cool. Okay, läuft dann aber nicht weg. Jetzt haben wir irgendwas eingesammelt. Gut, das war gut. Okay, ist er nach rechts? Technisch wohl gut gemacht, das Spiel. Ja. Ja. Danke. Okay. Okay. Heißt um. Warum wollte das immer, dass ich das nochmal nehme? Vielleicht hätten wir. Warte mal, seit wann machen wir sowas? Wir hören dann nicht auf das Spiel. Na, nur es war gut hier, ey. Ja, aber zum Anzocken fast besser. Ach, nee, will ich haben? Was ist das? Bestimmt wäre ich dadurch stärker. Warum habe ich das nicht mehr eingesammelt? Okay, sie meinte turn right, das heißt, wir gehen hier nach links. Okay. Was sind das für Teile und wie kann ich sie einsammeln? Geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir EP, okay. Ob wir EP oder irgendwas haben. Normal Items. Hat man hier Zenny? Wir haben wieder Zenny. Muss mal gucken, was die Übersetzung für Zenny ist. Okay, Normal Items. Stimmt, wir können auch unsere Waffen, unser Waffenarm verbessern. So, blöde. Genau, den hatten wir, glaube ich, gefunden. Ne? Wir hatten einen Kristall gefunden. Buster Parts. Equip. Ja, leider alles auf Englisch. Dadurch, denke ich mal, haben es die wenigsten von euch gespielt. Ja, wahrscheinlich die Hardcore-Fans nachgeholt. Energy Infinity, okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja, okay, nochmal eine Option. Ja, ne, was war das? Können wir nichts öffnen. Denn... gehen wir mal wieder hier lang. So, die haben wir weggeholt. Wir gucken hier nochmal lang. Ja, okay, wir entdecken nach. Where are you going, Mega Man? That's not the right way. I don't like the way that looks. Maybe you'd better head back. Ist ziemlich besorgt. Schade. Okay. Ist das jetzt so ein Vertrauensding oder was? Weiß ich das okay? Guck mal. Was ist das? Careful, Mega Man. It looks like they've got you surrounded. Okay, ja, sieht tatsächlich so aus. Ach, sehr cool, der switcht umher. Geiles Ding. Das ist ja richtig cool. Von kommst du zu Twitch nicht nochmal? Natürlich bin ich alright. So. Cool. Was ist das rechts? Keine Ahnung.
Vielleicht haben wir aber jetzt irgendwas verbessert, ne? Weil wir halt nicht dem Spiel gefolgt sind. Ja, jetzt können wir aber hier lang. Also technisch ist das wirklich einwandfrei. Watch out, there's something right in front of you. Muss ich noch nicht? Okay. Vor allem das mit dem R2 drücken und dann. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, ehrlich. So, bist du Freund? Bist du Feind? Okay. Anscheinend doch ein Feind. Okay. Wahnsinn, dass der mit R2 einfach die Feinde ist. Also automatisch, ne? Das einen besiegt, der lockt den nächsten ein. Das ist sowas von genial. Das Einsammeln hätte ich mir noch ein bisschen geiler vorgestellt. Aber mir gefällt die Richtung sehr, sehr gut. Okay, haben wir was eingesammelt? Zeig an. Ah, X, ja. Sehr schön, und dann klettert er hoch. Ja, aber die Bewegung ist auch gut. Warum kann ich auf ein Steuerkreuz nichts machen? Ah, reindrücken. Ja. Ein Steuerkreuz. Hold it, don't move. Looks like it didn't see you. Okay. It looked like a Reaver bot. We were lucky. Kann man nicht fertig machen, oder wie? Okay. Wo ist er denn? Ich glaube, am Ende müssen wir ihn eh fertig machen. Okay, da geht's irgendwie lang. Ist das hier? What is it, Mega Man? I'm picking up strong energy readers. Is it some kind of barrier? See. Is there a switch for the barrier anywhere close by? Don't give up. It's gotta be around somewhere. Okay. Das Schöne ist, die sagt mir nicht nur, was ich zu machen habe, sondern sie motiviert mich auch. Mega Man, I'm picking up a Reaver bot. He's above you. Watch out. Nein, nein. Ist er R2? Ja, siehst du? R2. Cool. Nee. Wo denn? Ach da. Cool, ey. Wir machen fertig. Ist das geil, das ist technisch der absolute Hammer. Und das sind sehr schön. Kann man das einsammeln? Okay, das war ungünstig. Okay. Ich habe jetzt aber noch keinen Schalter direkt gefunden. Ja, zwei, okay. Springen und. Hier weg oder? Ach da. Das ist aber richtig cool. Okay. Also X. Und nicht schlecht. Achso, Kreis, ne? Das Kreis. 560 Zenny. Ist das eine japanische Bewegungseinheit? Power Razor. Power Razor, Mega Man. Buster Part. Okay, das heißt, da können wir unsere Buster Gun verbessern. Star Button, Elemental Mini, Equip. Equip, okay. Okay, das machen wir nochmal. Buster Parts. Genau. Equip. Power Razor. Achso. Ah, okay. Hier, Power Razor. Cool. Ja, muss so gut sein, ne? Sieht man das irgendwie? Glaube nicht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall stärker. Geil. Okay. Die Steuerung ist so geil mit. Also, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt Dezember. 98, das Beste bei Weitem. Ich würde es direkt so sagen. Mega Man, habe ich das gesagt? A large blip in front of you. Blip. It's probably a Reaver bot.
Das ist ein Glück. Klingt halt so. Roll? Are you alright? Can you hear me? Das ist qualitativ auf einem richtig geilen Niveau, ehrlich. Wow. Okay. Ja, ein bisschen Abstand gewinnen kann, würde ich nicht schaden. Ich weiß nicht, ob ich mich währenddessen bewegen kann. Okay, da ist mein Leben. Das wäre halt noch ein Ding. Okay. Ich mache einfach den. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ist aber auch Comeback von dem, ey. Jo. Oder sollst du hier vielleicht gar nicht gewinnen? So, jetzt haben wir ihn gleich. Das ist ja neben noch. Das ist ein geiles Spiel bisher. Schon cinematisch alles. Sagt man das so? Ja, ne? Ja, schon. Cinematastisch sogar. Look at that sky. A lot's a happy sight after being underground for so long. I wonder where Roar went. Oh, oh. Schöne Grafik. Für 98 richtig toll. Kannst du allgemein viel machen, komm. Ist so wunderschön. See ya. Hold on. We're taking off. Roger. Also ich könnte bisher Mega Man noch nicht ganz so viel abgewinnen, aber das ist verdammt geil. Das ist doch der erste 3D-Titel, ne? Die 2D-Dinger, ja, ne, ich bin halt nicht so der 2D-Fan. Außer Metal Slug, das war schon geil. Und die Effekte, Angeber. Der Schatten unten rechts. Phew. Nice timing roll. Anytime, Mega Man.
sorry, Mega Man. I had some engine problems, and... It's okay, Roll. But I'm glad you showed up when you did. All's well that ends well, right? And we were able to get a refractor. We should be able to get by with that for a while. If only the mother lode were as easy to find as this. Don't worry. We'll find it someday. And your parents, too. Thanks. I know we will. Oh, the engine's overheating. The smoke's so thick I can barely see. What? I guess the flutter's in worse shape than I thought. Roll! Lift up for 5 meters! Going crazy! She can't take much more of this! Gramps, can you open up the number 11 valve again? Got it! We'd better find some place to sit down. Mega Man, check the map! There's an island called Cadillacs about 100 miles southwest. Good! Jack! Mache ich dann ein Let's Play daraus, ey? Ist schon ganz geil. Also da steckt auf jeden Fall Liebe drin, da kannst du nichts anderes erzählen. Da frage ich mich gerade, warum die Maniac-Bewertung so harsch war. Can somebody give me a hand? Sorry, Gramps, but my hands are a little full right now. Oh, I see it. Land ho! Come on, hold together. Just a little bit more. Hold on, I'm taking her down. Right! Das ist aber ein Action-Adventure, ne? Das ist kein Rollenspiel. Wahrscheinlich hast du einige Rollenspiel-Ansätze. Ja, wie das mit der Rüstung. This looks pretty bad. I don't think it'll be safe to set foot in here for quite a while. We've been pushing her so hard. Haven't been taking good enough care of her. We'll just have to fix her up. Looks like the repairs aren't going to be finished anytime soon. We'll be here for a while, I guess. This island, what do you call it, Mega Man? Cadillacs? Must have a town or a city somewhere. Think you could go take a look around? Ich liebe es, ey. Ich hoffe, es bleibt so schön. Okay. Ja, man probiert halt Sachen. Okay. Linker Fuß, rechter Fuß. Dreieck ist linker Fuß, Dreieck ist rechter Fuß. Okay. R1. Okay. Okay, anvisieren kann ich gerade niemanden. Okay, interessant. So. Rechter Stick macht nichts, linken kann ich jetzt Epic steuern. Oh Mann. Irgendwie wurde es angegeben für 10-Jährige, aber von mir aus. Wieder Banane. Ist qualitativ einfach eine schöne Sache. Okay, ich kann, also ich weiß nicht, wie ich mit denen interagieren kann. Ah, guck mal. Apple Market, okay. Okay, Microsoft da oben, okay. Was haben wir jetzt? Old City, yes, okay. Das heißt, wir gehen erstmal rein in die Stadt, ne? Dann haben wir hier eine richtige Stadt. Die Spiele werden immer größer, merke ich gerade, und das gefällt mir. Und die Atmosphäre, das ist so dicht alles. Schön. Einfach schön. So, wir schauen uns um. Wenn da in die Stadt ist, gehen wir erstmal hier lang. Geil, geil, geil. Mir gefällt der Grafikstil, mir gefallen die Zwischensequenzen bisher.
versuche mal mit dem Stick. Ja, geht eigentlich. Ja, geht fast noch. Da ist jemand. Eingeborene. Oh, okay, wir gehen auf Stahlkreuz. Kreis. Das ist ein einzelner. Da ist eine Ruine. Subgate heißt die. Im Wald. Am anderen Ende des Tunnels. Die sagen, es ist sehr gefährlich drin. Und niemand geht da jemals rein. Ich komm bloß hier, um ein paar Pilze zu sammeln. Wird für ein spannendes Wochenende. Vielleicht kann man da mitmachen. Weiß nicht, ob wir hier schon rein sollen. Okay. War gar nicht so schwer tatsächlich. Schön ist, du kannst dich hier hingehen. Das macht das Level so ein bisschen kleiner. Es sind aber 2D-Sprites, ne? Ja. Du siehst halt, ne, wenn du dich bewegst, dass dann das Ganze immer gerade bleibt. Also nur ein Bild quasi, kein 3D-Objekt. Ist aber nichts Schlimmes. Ganz einfach so super schick gemacht. Und mal sehen, ob wir uns verlaufen werden. Da war ja noch das Gute, dass die CD die Größe begrenzt hat. Nicht so wie heutzutage. Das heißt, irgendwo muss die Welt enden. Oh, was haben wir hier? Das ist ja richtig toll. Ich werde hier noch zum Mega Man-Fan. Hab dich ja noch nicht gesehen. Bist du ein Digger? Ist ein Ausgräber, ne? Tut mir leid. Du kannst hier aber nichts ausgraben. Ist ja Ausgraben, ne? Ja, der Platz, also das hier ist sehr gefährlich, das Gebiet. Zählt auf, also nicht benutzbar fürs Ausgraben oder was seit Ewigkeiten. Solange sich jeder dran erinnern kann. Also, eine. Nein, wie flexibel der sich bewegt, das ist für die Zeit für ein frühes 3D-Spiel der absolute Hammer. Also, ich wusste gar nicht, dass das so gut geht. Und es ist nicht lange her, dass das fünfte Element-Spiel rauskam. War auch 98, glaube ich. Das kann es gar nicht steuern. Das ist hier modern, kannst du fast sagen. Wir hatten sowohl Probleme bis in die späte PS2-Zeit. Mal sehen. Okay, also hier können wir noch nichts machen. Das ist... Ach, hier unten noch, okay. Interessant, ja. Und jetzt wieder zurück. Ich will ein bisschen kämpfen. Ich will auch die Stadt sehen. Achso, Kreis. Okay, okay. Ob sie jetzt einen anderen Text hat oder hinten ist auch noch einer. Ne, okay, kann ich das abbrechen? Ne, ne? Ah, okay, cool. Ne, das haben andere Spiele nicht. Da saßen echt fähige Leute drin. Das stört mich bei Final Fantasy und so, dass du halt, wenn du aus Versehen jemanden ein zweites Mal ansprichst oder denkst, der hat einen anderen Text, kannst das halt nicht überspringen. Hier kannst einfach Text vorspulen, weiterdrücken. So easy. Bist du ein, ne, Gräber? Dann weißt du, dass du, wenn du hier ausgraben willst, brauchst du eine Lizenz. Von oben. Wenn eine willst, sollst du in die Halle, Spartanne gehen und danach fahren. Sehr spät, sorry. Schade, dass es hier keine deutsche Version gab. Ah, gefährlich. Wenn du keine Klasse B-Lizenz hast, dann darfst du ja nicht eintreten. Catalogs. Ja, gezeichnet, okay. Das heißt, wir dürfen hier noch nicht eintreten. Schön. Und so eine geile Steuerung. Schön, schön.
So, ist hier links. Mal sehen, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Also bis jetzt noch nicht so wirklich versteckte Sachen. Ich denke mal, hier in der Welt gibt es keine Kämpfe, weil wir können ja unsere Kanone nicht nehmen. Wir nur treten. Mit beiden Füßen separat. Was ich mega cool finde. Also ich stelle mir gerade vor, wie sie da saßen. So, okay, was machen wir? Auf den Knopf? Ja, treten. Auf dem anderen? Ach, komm, dann machen wir separat. Kann er beide Füße benutzen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich die mit Kreis andrehen kann. Da muss irgendwo eine Stadt sein. Naja, ist eine große Insel. Ja, ich rumgucken kann, das hat er eben schon gesagt. Was sagst du mir? Hi, mein Name ist Data. Aber das wusstest du, ne? Ich meine, wir sind seit Jahren Freunde, richtig? Ah, ich kann mit ihm reden, wenn du speichern willst. Okay. Ich würde safe sein. Okay, und da kann ich auch mal gucken, wie der Prozess funktioniert. Das ist auch immer spannend. Kann ich mich auch heilen? Ist ja richtig cool. Also bisher, alles, was ich gesehen habe, gefällt mir. Ist durchdacht. Ist schön aufgebaut. Schön. Dann bin ich schon so tief drin, ne? Ich hoffe, wir finden ja, die Teile, um das hier zu reparieren. Okay, rein in die Stadt. Okay, und wo ist wohl die Stadt? Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es von der jüngeren Zielgruppe ist. Mega Man. Ich habe mit allem gerechnet. Ja, so geht's mir auch halt. Es geht ja ab. Okay. Spectre sagt, ihr habt ja eine schöne Show abgeliefert. Das sieht aber so aus, als wäre jeder okay, ne? Okay. Na, ich bin froh zu sehen, dass es euch allen gut geht. Mir gefällt die Grafik-Engine. So, so liebevoll gemacht. Zählt's noch was? Okay, ne. Siehst du, dann drücke ich Dreieck, fertig. Darf ich die mal ausleihen? Das kann ganz schön im Gefängnis landen. Aber das Gefängnis ist in der Stadt. Was jetzt auch ganz cool wäre. Ich finde süßes Auto auch einfach. Das ist grafisch ein absolutes Highlight. Schönes Spiel. Okay. Wir lassen die da mal. Warte mal. Und jetzt noch einen anderen Text. Es tut mir leid, ich will ja alles entdecken. Polizei ist hier. Die sind hier, um zu gucken, ob es uns gut geht. Ah, Mega Man! The police saw us crash land and came to check up on us. Well, you certainly put on quite a show. But it looks like everyone's all right. Let me welcome you to Catalox Island. Now, I'd like to ask one of you to come with me to the station. We need you to fill out some immigration forms. So you can get your registration and ID card. You can't enter the city without one. Don't worry. It won't take very long. While you're waiting, you can spend your time in the shopping arcade next to the city. You don't need an ID card to get in there. Are you ready to go, Professor? Ah, okay, er geht mit. Allein, dass das alles vertont ist, ist Hammer. Und guckt euch an, das ist so liebevoll. Wir sind im Jahr 1998. Schön. Ey, ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich will auf jeden Fall weiterzocken.
geil. Sicher was durchzocken werden, aber ich will auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Schönen Abend euch noch. In 3 Tagen kommt der nächste Part. Bis dann.